Hi Leute, Xenix hier und willkommen zu Pokémon X Postgame. Und zwar beim dritten Teil, hoffentlich dritten Teil des Tutorials. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang der zweite Teil gewesen ist. Wie lange der zweite war, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich hoffe, das ist jetzt der dritte Teil und ja, im Prinzip, ja, der vielleicht letzte oder vorletzte Teil zumindest. Ja, wir sind beim Part des Breedens stehen geblieben. Also ich habe ja geguckt nach unserem Quellmaterial für unser Pokémon. Und ja, hab jetzt, ich muss jetzt wirklich sagen, 7-8 Stunden verbracht zu breeden. Ich wollte euch das Ganze ersparen, aber ich werde euch natürlich jetzt zeigen, was ich gemacht habe. Was ich euch auf alle Fälle zeigen möchte, ist unsere Jenny. Es ist leider ein weibliches, in dem Fall kein Hirayama, sondern die Vorentwicklung, ein Makuhita geworden. Aber es ist eins mit Angriff und minus Special Angriff, also einem harten Wesen. Ich glaube, es war hart, ne? Richtig, genau, hart. Und mit Adrenalin. Ganz wichtig, es hat jetzt noch die Attacke Riechsalz irgendwie bekommen. Doppelfixing gegen paralysierte Ziele, heilt sie aber auch vor der Paralyse. Keine Ahnung, werden wir eh verlieren. Ja, von den IVs her, wie ihr unten seht, ich habe es wieder mal farblich markiert. Oder ich habe es damals, was ist damals? Ich habe es in der letzten Episode oder vorletzten Episode zumindest auch mal gezeigt. Dass ich immer markiere nach den Top-IVs. In dem Fall, alles ist auf 31 außer HP. Für HP habe ich leider, oder KP, habe ich leider kein Pokémon parat. Und ich habe wirklich lange dafür schon gebraucht. Und ich wollte nicht noch länger die Zeit verschwenden, um da irgendwie noch tolle HP zu kriegen. Die HP wird okay sein. Ich hoffe, sie wird nicht zu schlecht sein. Sonst müssen wir es halt nochmal machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt gut ist. Ich habe letztens auch noch keine Möglichkeit gehabt, es wirklich auszutesten oder Vergleichswerte zu haben. Aber ist mir auch egal. Es geht mir um den Spaß, nicht unbedingt um Top-Mega-Best. Das reicht mir schon erstmal. Wie gesagt, Top-Angriff, Top-Verteidigung, Special-Angriff ist auch top, aber ist nicht ganz so wichtig. Special-Verteidigung und Initiative, alles so gut, wie es geht. Und das ist unser Ergebnis, unsere Jenny. Viel rumgebreede, viel rumgezüchte, sage ich mal. Die letzten Pokémon, die ich drin hatte, müsste ich hier eigentlich noch haben. Ach, jetzt will natürlich die Frau noch... Ja, hier ist noch ein Ei. Ich werde es aber jetzt mal ablehnen, weil ich keine Eier mehr brauche oder keine Eier mehr sehen kann, ehrlich gesagt. Durch das ganze Gezüchte hier. Und wir gehen jetzt einmal hier hin und gucken uns das letzte Ausgangsmaterial an, was ich hatte. In dem Fall sind es auch zwei Makuhitas, die ich gezüchtet hatte während des ganzen Prozesses. Und wir nehmen sie beide mal mit. Und dann zeige ich euch mal den ganzen Werdegang. Den ganzen Werdegang von, wo ich den ganzen Ausgangspunkt vom Ganzen. Die habe ich nämlich alle schön in meinem in einer extra Box abgelegt. Wo man das Ganze dann schön sieht. Hier seht ihr mal die ganzen Makuhitas, die ich gezüchtet habe. Also es waren jetzt nicht ganz so viele, aber es waren 100. Also ich muss mal gucken, 30 sind es in einer Box, 30, 60. Okay, sind nicht ganz 100 gewesen. Das waren 70, ja, irgendwie 80 oder so müssten es insgesamt gewesen sein letztendlich. Also waren aber doch schon einige. Und wenn man dazu noch bedenkt, dass ich hatte, glaube ich, hier hatte ich auch noch ein paar. Und die ganzen Abras, die ich noch gezüchtet hatte. Aber dazu gleich mehr. Ich habe auch ein paar Abras züchten müssen. Was aber erstaunlich schnell ging. Ja, um die 80 habe ich am Ende gehabt, glaube ich, 80, 90 Pokémon. Aber zum Ausgangspunkt. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich anfange, mein Abra mit 3 IVs, also mit Special Angriff, Special Verteidigung und Initiative zu züchten mit dem Defo, das die Defensive hat, also Top IV in Defensive. Die beiden habe ich so dann gezüchtet, das waren, ging alle eigentlich relativ schnell, bis ich dieses Abra raus hatte. Das ist gar nicht das richtige Abra. Sehe ich gerade. Ich hatte eigentlich ein... das habe ich woanders hingelegt, genau. Ein 4er IV-Abra. Und zwar müsste das hier abgelegt sein. Genau, das habe ich extra schon mal weggelegt. Und zwar das hier. Mit 4 IVs, männliches Abra. Wie gesagt, das Ausgangs-Abra war ja weiblich. Das ist jetzt männlich mit 4 IVs, mit Top-Verteidigung, Special-Angriff, Special-Verteidigung und Initiative. Dann habe ich mir das genommen und das mit unserem Anfangs-Hariyama gezüchtet. Das Hariyama, das wir hier haben, mit hartem Wesen und Fähigkeit Adrenalin. Die beiden hatte ich dann und dann habe ich dann losgelegt und mir ein paar andere weibliche Hariyamas halt gezüchtet, nach und nach. Danach hatte ich also das, ein weibliches Hariyama mit einem IV zumindest, weil vorher hatten wir gar kein IV, ein IV und zwar mit dem Special Verteidigung. Dann habe ich weitergemacht, hatte eins mit Verteidigung, wie ihr seht, ne, ein weiterer Punkt. Ich habe es immer schon markiert. Auch Hart und Adrenalin, das ging dann so weiter. Dann irgendwann hatte ich ein männliches Hariyama mit allen 4 Werten, genauso wie das Abra. Also auch mit Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative. Dazu hatte ich dann ein weibliches Hariyama mit Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative. Also es wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Es dauert natürlich auch wesentlich länger, immer eins zu bekommen. Also rechnet mal so pro Stufe mit, am Anfang waren es vielleicht so 5, 6 Hariyamas. Das geht relativ schnell. Und gerade beim letzten habe ich, glaube ich, 20, 30 gebraucht. Von 4 auf 5 zu kommen. Aber wir machen erstmal weiter. So, dann hatte ich im Prinzip schon mal
Hariyamas, die ganz gut waren. Wichtig war, dass ich aber dann noch ein weibliches Hariyama brauchte mit insgesamt 4 Werte. Das war, glaube ich, letztendlich das, was ich hier auch hatte. Und zwar das hier, was ich am Ende auch benutzt habe. Das habe ich als Schlange benutzt am Ende. Also hatte ich irgendwann auch ein weibliches Hariyama. Das kann ich ja hier schon mal rüberziehen. Zack. Und habe dieses weibliche Hariyama dann mit dem Karodonis gekreuzigt. Gekreuzt. Was ich ja auch gefangen habe mit der Top, mit dem Top-Angriff. Daraus bildete sich dann zum Beispiel dieses Hariyama mit Angriff, Defensive und Spezialangriff. Wo ich die beiden dann miteinander gezüchtet habe, die beiden, und hatte insgesamt einen Pool von 5 IVs, von 5 Top-IVs. Hab dann irgendwann dieses Männliche bekommen, ebenfalls mit 4. Und somit hatte ich dann 2 Vierer. Und dann war es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis ich auch mein letztes, nämlich das mit 5 hatte. Ist leider weiblich geworden, ich wollte eigentlich ein Männliches haben, das wollte ich Angus nennen, also A-N-G-U-S. Jetzt ist es leider weibliches geworden, mir fehlt kein coolerer Name an. Und Jenny finde ich eigentlich, ist lustig. Ist lustig, also... ist jetzt nicht sowas mit Y oder so, einfach Jenny, wie auch immer, wie gesagt, ich bin nicht so einfallsreich mit den Namen. Und die Jenny wird ganz schön rocken, denke ich. Wird ein gutes Hariyama am Ende. Chance, dass es weiblich ist, 25%. Ja, habe ich mal Pech gehabt und ich wollte dann irgendwann nicht mehr suchen. Und so viel Zeit wollte ich in das Ganze auch nicht investieren, weil es gibt später sicherlich Wege und Mittel, das noch schneller zu machen. Mit der Friend Safari und so weiter. Da gibt's sicherlich Mittel, wenn man ein besseres Ditto hat und so weiter, aber... Dafür, ich habe 6, 7, 8 Stunden dafür investiert und dafür war alles dann in Ordnung. Und es reicht. Ja, und am Ende, ganz wichtig, die beiden Items, die ich benutzt habe, auf Dauer. Mein weibliches Hariyama hat immer den Ewigstein getragen. Den seht ihr hier unter Items, Ewigstein. Der Ewigstein sorgt dafür, dass die Ability übernommen wird, dass das Wesen zu 80% übernommen wird auf jedes andere Pokémon. Also ziemlich wahrscheinlich. Oder es wird immer übernommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, standardmäßig ist es 80% und mit dem Stein immer. Zumindest erhöht es die Chance, dass das Wesen mit übernommen wird. Und die Fähigkeit wird, glaube ich, standardmäßig immer vom weiblichen Pokémon übernommen. Oder auch zumindest zu einem großen Teil, auch durch den Ewigstein. Wie gesagt, ist wichtig, dass das weibliche Pokémon den Ewigstein hat. Ich werde sicherlich unten nochmal genauer hinschreiben, weil ich beim Editieren nochmal genauer nachlesen will. Oder nachgelesen werde. Deswegen guckt unten hin, was ich da hinschreibe. Und den Fatum-Knoten, ich habe ja letztes Mal immer Faum-Knoten gesagt, aber das ist der Fatum-Knoten, habe ich ja schon erklärt. Den brauchen wir einfach, um die Chance zu erhöhen, dass die IVs rübergezogen werden, weil sonst immer 3 Werte nur sind von den 6, die übernommen werden können. Und jetzt sind es halt 5 gewesen, dadurch ist es natürlich wesentlich einfacher und das braucht man einfach ab einer gewissen Anzahl. Ja, und dann hatte ich irgendwann mein schönes Jenny. Wir werden jetzt nochmal, oder ich werde es euch nochmal zeigen, wie es dann am Ende aussah. Oder wie es dann bei dem Typen aussah in der Postgame-Chat, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Da werden wir aber jetzt mal ohne Probleme einmal hinfliegen. Und zwar hier hinten hin. Allejopp. Let's go! Yay! Superb! Und da sind wir in Batika City natürlich, genau. Und dann bin ich hier hingegangen zu dem Typen hier oben links, den habe ich ja in der letzten Episode schon ausgiebig vorgestellt. Und er kann das Potenzial überprüfen und dann irgendwann kam das hier, wo ich das Hariyama überprüft habe. Ich sehe, ein herausragendes Potenzial. Herausragendes Potenzial bedeutet, dass der Wert insgesamt ziemlich hoch ist. Ich werde es nochmal unten hinschreiben, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, zumindest. Ich glaube, insgesamt theoretisch möglich wären ja 184, ja, 31 mal 6. 186, Entschuldigung, 186. Und ich glaube, für Herausrang braucht man über 161, 162, irgendwie sowas. Also ziemlich hoch, damit können wir zumindest sicher gehen, dass die HP auch nicht super schlecht ist. Auch wenn sie nicht 31 ist, sie ist nicht super schlecht. So, und dann Urteilsspruch, der Angriffswert, die Verteidigung, der Spezialangriff, die Spezialverteidigung und die Initiative und niemand kann sich mit ihm messen. Zack, damit hatten wir es dann. Ich war froh, ich habe gejubelt, ich war super glücklich. Und ja, was ist jetzt zu tun? Man könnte jetzt meinen, ja, dann levelst du es doch jetzt bestimmt auf 50. Ah, ah. Wir dürfen das Pokémon jetzt noch nicht auf 50 leveln. Warum dürfen wir es jetzt noch nicht auf 50 leveln? Ganz einfach, das liegt an den EVs, die wir verteilen müssen. Also die EVs. Die Effort Values. Wie der Name schon sagt, Effort ist das, was man, was das Pokémon sich verdient durch Training. Wir müssen das noch vorher trainieren und das kann man seit Pokémon X und Y am, nicht am schnellsten, aber am einfachsten durch das sogenannte Supertraining, was ich euch auch gleich zeigen werde. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, das zu machen, das werde ich aber hier nicht thematisieren, weil es ein bisschen nicht komplexer ist, sondern auch ein bisschen aufwendiger. Man kann es
schneller dann machen letztendlich. Aber das EV-Training ist eine sichere Sache, ist auch ziemlich einfach und man kann dadurch, ja, man kann es einfach dadurch einfacher machen. Es ist einfach wesentlich, das suche ich immer auf R, das ist auch super. Einfach machen und wir müssen halt gucken, dass wir die perfekten EVs kriegen. Die Werte, die pro, die verteilt werden können pro Stat, ihr seht hier KP, Angriff, Verteidigung, Initiative, Spezialverteidigung und Spezialangriff. In jedem Wert können wir 128 Punkte legen. Insgesamt können wir aber 260 Punkte vergeben, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, das heißt, wir können zweimal 128 verteilen, haben dann insgesamt 256 und dann können wir noch vier Werte auf einen dritten Wert verlegen. Es geht nicht mehr als 128 in einen Wert. Unser Ziel ist es, mit unserem späteren Hariyama, unserem Makuhita heißt das Ding, glaube ich, also mit Jenny, 128 Punkte in KP, weil es viel aushalten soll und es hat standardmäßig sehr viel KP, daher ist es gut, den KP-Pool noch ein bisschen aufzuwerten. Und natürlich Angriff, da wir Full Attack gehen wollen. Denn die restlichen Punkte werde ich wahrscheinlich in Initiative einfach packen. Bringt zwar eh nicht so viel, aber machen wir mal einfach. Was aber wichtig ist, ich habe, glaube ich, nicht genug Geld dafür. Wird knapp, aber ich habe ja Gott sei Dank eine O-Power. Wir können vorher noch die sogenannten, ja, man kann fast sagen, die Drogen kaufen. Also, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Fachbegriff für die Dinger ist. Also es gibt sowas wie Protein, wie Eisen, wie Zink. Das sind so Items, die dafür sorgen, dass diese EVs steigen von einem Pokémon. Und zwar um, lasst mich nicht lügen, ich glaube, pro Item, was man nimmt, sind es 10? Nein? Ich weiß es nicht ganz genau. Das werde ich nochmal ohnehin schreiben. Aber das muss man auf alle Fälle machen, bevor überhaupt EVs verteilt werden. Weil dadurch sparen wir uns Zeit im Supertraining. Ich muss jetzt gerade mal gucken, welche Stadt das nochmal war. Wo man das... Ich hatte es mir mal ausgeguckt. War das... Ich meine, das war diese Stadt. Dass man hier im Pokémon Center das kaufen konnte. Oder in der Stadt weiter links daneben. Müssen wir jetzt gucken. Ich habe mich jetzt hier nicht großartig vorbereitet. Ich mache das aus dem Bauch heraus. Und alles, was ich vergesse oder was ich noch... schreibe ich eh unten rein, damit ihr das nochmal nachlesen könnt. Ich hoffe, das war hier. Hier sind zumindest zwei Händler. Nee. Falsche Stadt. Dann müssen wir nochmal raus. Dann war es, glaube ich, die Stadt links daneben. Das müsste dann Vantara City gewesen sein. Und wie gesagt, diese Sachen müssen wir kaufen, bevor wir anfangen mit dem EV-Training, weil man die nicht währenddessen oder danach mehr benutzen kann. Die sparen einfach Zeit, weil man kauft die Items, gibt sie dem Pokémon und die EVs steigen einfach sofort, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Wie gesagt, spart Zeit. Es ist wirklich wichtig. Das müsste jetzt aber richtig sein. Auch nicht. Hey. Dann ist es noch die Stadt rechts daneben gewesen. Da war es sicherlich auch nicht. Ja, sorry, schlecht vorbereitet. Pokémon, aber da seht ihr es. Fliegen und wieder fliegen. Und dann ist es die Stadt nämlich. In einer von diesen Städten, die man sonst nie besucht, war dafür zuständig. So, gelandet. Gott sei Dank sind wir immer direkt vom im Romantia City. Direkt vom Pokémon Center. Auch hier sind wieder zwei Händler. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen. Jawohl, hier ist es, genau. Protein, Eisen, Calcium, Zink, Carbon und KP+. Wir haben, ihr seht, die kosten 10.000. Wir brauchen insgesamt 20 Stück. Haben wir nicht genug Geld. Ich habe aber die O-Power. Ist jetzt nicht total maximiert bei mir. Ich werde mal eben online gehen dafür. Eine O-Power, die die Einkaufspreise senkt, die sollte man auf alle Fälle benutzen, wenn man das macht. Ich habe noch nicht Level 3 für die O-Power, aber ich habe Level 2. Leute, die Pokémon X und Y gespielt haben, wovon ich fast ausgehe, dass diese Leute dieses Video hier gucken. Die wissen, was die O-Power sind. Kleine Boosts von bestimmten Sachen. Man kann sie im Kampf benutzen, aber es gilt auch für manche Sachen außerhalb des Kampfes. So, dann gehen wir zu dem Punkt O-Power oder O-Kraft. Schnäppchenkraft auf Level 2 an mich selbst benutzen. Sehr schön. Jetzt müssen die Items, ich glaube, 30% billiger sein oder sowas. Ja, zumindest wesentlich besser. Und jetzt können wir sie uns, glaube ich, auch leisten. Genau, wir brauchen Angriffs. 10 Stück. Sehr schön. Und da brauchen wir KP plus 10 Stück. Sehr schön. Passt.
Und diese werden wir jetzt unseren Pokémon geben. Ich gehe hier nochmal auf Supertraining, dann seht ihr auch die Veränderung gleich, wenn ich die benutzt habe. Und zwar gehen wir hier erstmal hin, Protein einsetzen bei Jenny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen einmal raus, werde ich euch verzeigen, was passiert ist. Und wenn ihr unten hin seht, ha, da ist ein Balken Richtung Angriff gegangen. Genau, wir haben jetzt schon einen Teil des EV-Trainings gemacht in Richtung Angriff. Sehr gut. Das gleiche machen wir natürlich jetzt auch für KP Plus. Ist natürlich nicht sichtbar, denn die EVs werden erst bei Level Up sichtbar. Also die erhöhen nicht den Wert auf den Punkt genau jetzt sofort, sondern erst bei den Level Ups. Und dadurch sollte man dies am Anfang machen, bevor man anfängt zu leveln. Aus dem gesagten Grund und aus dem Grund, wenn wir gegen andere Pokémon kämpfen, kriegt man auch pro besiegten Gegner eine bestimmte Anzahl von EVs. Also das heißt, besiege ich irgendeinen, ich sag jetzt mal, ich muss gerade mal überlegen, ob ich ein akkurates Beispiel habe, was auch stimmt. Ne, habe ich leider nicht. Ich sag mal in Evoli. So, sage ich jetzt einfach mal. Es wird nicht stimmen, was ich jetzt sage. Wenn ich den in Evoli besiege, kriege ich ein KP. Ein KP EV. Der wird mir dann angerechnet. Und das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Nicht unbedingt. Also gut, bei dem Pokémon wäre es jetzt richtig. Aber dadurch kann man das natürlich nicht genau gezielt machen. Denn auch andere Pokémon haben natürlich andere Werte. Und wenn ich jetzt einfach losgehe und mit dem Pokémon level, genauso wie man es standardmäßig macht bei einem Pokémon-Game, wenn man einfach loszieht und die Pokémon besiegt, dann kriegt man natürlich willkürlich irgendwelche EVs und dadurch spreadet das Ganze, also geht's in alle Richtungen. Man trainiert nicht gezielt. Und dadurch verschenkt man natürlich in bestimmten Werten einfach bestimmte Punkte. Zum Beispiel, jetzt bei dem krassen Beispiel, würden Punkte in Spezialangriff einfach gar nichts bringen. Gar nichts. Sie werden verschwendet, weil ich keine Spezialangriffattacken benutzen werde. Deswegen ist sowas wichtig, dass man sowas auch von Anfang an macht, um ja nicht zuzulassen, dass irgendwelche anderen Punkte auf einen drauf zukommen. Also, dass man andere Punkte bekommt. So, ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich gesagt habe. Wenn ich irgendwas vergessen habe, falsch gesagt habe und ich das noch korrigieren kann, werde ich es halt unten hinschreiben. Also immer schön unten lesen, was steht. Das ist das Richtige. Ich begleite das ganze Video im Prinzip nur. Und ja, da macht ihr schon nichts falsch. Also mit dem, was ich hier euch zeige, es ist, weiß Gott, nicht der perfekteste Weg. Muss auch nicht immer der richtige Weg sein, aber es ist zumindest ein Weg, der funktioniert. Und das habe ich euch hoffentlich auch gezeigt. So, und jetzt geht es zum Supertraining. Wir müssen noch weiter mit der KP und mit dem Angriff machen. Wir haben rechts den Balken, der zeigt, wie viel insgesamt EVs wir noch haben. Ja, die Wirkung hat nachgelassen. Also wir haben jetzt fast 50% schon abgedeckt davon, was schon sehr gut ist. Und wir brauchen jetzt noch mehr Punkte in KP und in Angriff. Und den Rest dann in Initiative. Deswegen beginnen wir jetzt mit dem Supertraining. Am besten ist es immer mit dem Level-Training, Supertraining 2 an. Nicht unbedingt anzufangen, aber damit zu hantieren, denn das Dreier ist von Anfang an auf alle Fälle zu schwer und es kann bei manchen Pokémon auch sein, dass das Dreier einfach zu lange braucht, lange dauert irgendwann, dass man einfach am besten die Zweier benutzen kann. Also die Zweier muss man eigentlich immer schaffen. Wie das Supertraining jetzt genau funktioniert, werde ich jetzt mehr oder minder erklären, wie die Steuerung ist. Da müsst ihr halt selbst das zusammenraffen, sage ich mal. Also wir werden jetzt hier beginnen. Wir kriegen 8 EVs, beziehungsweise es sind nicht genau 8, obwohl es sind genau 8 EVs. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, es gibt noch einen Subwert. Ich werde das unten dann nochmal hinschreiben, wie das dann genau ist. Und wir müssen jetzt dieses Pokémon hier besiegen. Dazu brauchen wir ja, Jenny. Die schießt jetzt einfach und zwar auf die Tore, die angezeigt werden. Wir nutzen ja mal den Powerschuss, aufladen. Bam! Ist natürlich sehr langsam, aber macht dafür schön Punkte. Über 500 schon. Wo ausweichen? Sehr schön. Und dann den nächsten. Und dann den nächsten. Und dann den letzten. Bam! War nicht ganz voll, aber es hat gereicht. Und somit haben wir dann das Supertraining einmal geschafft und kriegen jetzt 8 weitere EVs. Seht ihr, zack, KP steigt, plus 8. Und wir kriegen immer einen sogenannten Trainingssack am Ende. In dem Fall ein KP-Sack M. Und ich habe leider keinen Platz für weitere Trainingssäcke. Das ist natürlich doof. Ich habe noch welche, das ist einerseits auch gut. Gucken wir mal, welche Trainingssäcke wir denn noch so haben. Denn das ist außerdem etwas, was man machen kann hier. Nämlich man kriegt sogenannte Säcke. Da haben wir sie rechts zur Auswahl. Und das sind, sind sogar ein paar KP-Dinger bei, wie ich gerade sehe. Ups, sorry. Wir haben hier erstmal so einen doofen Flair-Sack, den wir einfach mal wegwerfen können. Dann haben wir einen KP-Sack S. Der ist, naja, brauchen wir nicht wirklich. Haben wir noch einen L.
Das ist gut. Hier ein Verteidigungs-S-Sack, den werfen wir auch mal weg. Angriffs-M, Initiative L, heben wir mal auf. Brauchen wir auch nicht wirklich. Den können wir gleich mal benutzen. Special-Angriff, Agilitätssack. Hier haben wir sogenannte Tabula Rasa-Sack. Tabula Rasa. Da würde das alles nochmal zurückgesetzt. Wenn man sich mal vertut, diese Säcke gibt es auch ab und an. Dadurch kann man die EVs komplett resetten. Wir benutzen jetzt einfach mal hier einen KP-Sack L, weil wir KP hier haben wollen. Und dann tippe ich jetzt die ganze Zeit. Aber ich mache es mal mit meinem Finger, dann ist es nicht ganz so laut für euch. Und ihr seht jetzt unten, mein Hariyama boxt schön gegen den Trainingssack. Und, na, ich sollte auch genau treffen und nicht die ganze Zeit nur auf den Bildschirm gucken. Und dann irgendwann wird es dann soweit sein, dass ich hier auch mal das Ding komplett wegknalle. Und zwar jetzt. Und dann freut er sich. Und bei einem L-Sack gibt es plus 16. Ne, plus 12, Entschuldigung. Das Training würde 16. Plus 12. Und bei einem M-Sack, den wir auch noch haben, da haben wir nämlich den Trainings-M-Sack. Das dauert natürlich dann auch nicht ganz so lange mit dem Tippen. Und der bringt plus, ich glaube, das war jetzt plus 4. Da wir aber auch Angriff pushen wollen, können wir das ruhig mal benutzen. Wichtig ist, dass wir nichts anderes benutzen außer KP und Angriff, da wir diese beide werden haben wollen. Und dann erst die Initiative benutzen. Sonst würden wir die mit Initiative zu viel Punkte wegnehmen. Aus Versehen vielleicht. So, ich glaube, das war's. Soweit wir haben hier sonst nichts mehr an Agilitätssack. Damit sind wir ein bisschen wendiger am nächsten Supertraining. Das können wir auch mal benutzen. Aber ich werde jetzt vor euch hier einen kleinen Cut machen und euch dann, dann wieder weiter erklären. Oder ich werde hier mal die Episode beenden. Beim nächsten Mal sehen wir dann ein komplett volles, voll EV trainiertes, Makuhita, so heißt es, glaube ich, vergesse den Namen immer. Und dann zeige ich euch noch eine effektive Möglichkeit, die Pokémon zu leveln oder die angenehmste Möglichkeit, wie auch immer, was letztendlich egal ist. Aber dann machen wir die letzte, wobei das vielleicht nicht unbedingt ein Tutorial-Video ist, aber das ist dann der Step, wo ich aus meinem Makuhita endlich an Hariyama mache mit den Moves, die ich haben möchte. Und wir machen es ready für die Online-Battles. Also, ich würde mal sagen, das war es dann soweit vorerst mal mit dem Tutorial. Und ich hoffe, euch ist so ziemlich vieles klar geworden, worauf man zu achten hat. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare, schreibt mich direkt an, wie ihr auch immer das machen möchtet. Und dann beantworte ich sie nach meinem Wissen oder gebe euch vielleicht irgendwelche Tipps und so weiter. Also, ich hoffe, ihr kommt damit oder ihr wisst mehr und kommt jetzt damit gut zurecht mit dem Video und wisst, wie ihr das Ganze umzusetzen habt. Also, für mich heißt es dann nur, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.